Das ist Wort alles for free. Kommt mal zum Sitzen. Ihr könnt euch entweder in so einen Schneidersitz setzen oder einen Lotussitz, oder aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch einfach so auf die Knie setzen. Setzt euch so hin, wie das bequem ist für euch und wie ihr in einer Sekunde sitzen könnt. Ja? Also, wir setzen uns einmal hier hin. Einmal hier ankommen, schaut mal, dass die Sitzhöcker beide wirklich auf dem Boden sind. Vielleicht muss man manchmal das Sitzfleisch, also eure Booties, einmal ein bisschen zur Seite ziehen. Die Sitzhöcker erden, dann setzt euch ganz aufrecht hin. Die Schultern einmal nach oben und nach hinten ziehen. Der Scheitel strebt nach oben. Und dann atmen wir, wir machen so eine Boxatmung. Das heißt, wir atmen für 4 Atemzüge ein, halten dann für 4 Atemzüge, atmen für 4 aus, halten für 4 und dann ist gleich wieder von vorne. Ihr könnt die Augen schließen, wenn ihr wollt. Die Handflächen entweder nach oben zeigen, dann auf eure Knie ablegen oder ihr könnt die Hände auf den Bauch legen. Macht das, was sich für euch gut anfühlt. Hauptsache ihr sitzt gerade, aufrecht. Scheitel strebt nach oben. Ihr könnt euer Kinn so ein Stückchen ranziehen, als würdet ihr eine Schublade zumachen. Und einmal kurz hier ankommen. Einmal ganz tief einatmen. Lang, 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 lang. Und lang ausatmen. Und dann atmet für 4 ein. Ein, ein, ein. Einhalten für 4, 3, 2, 1, ausatmen 4, 3, 2, 1, einatmen. Halten für 4 und ausatmen für 4. Halten für 4. Einatmen für 4, 3, 4, halten für 4, 1, 2, 3, 4, ausatmen für 4, 1, 2, 3, 4 und halten für 4, 3, 4, dann lasst die Atmung los und sanft ein- und ausatmen in eurem eigenen Tempo, kommt hier richtig zur Ruhe. Konzentriert euch auf die Atmung, konzentriert euch darauf, dass eure Wirbelsäule aufgerichtet ist, euer Scheitel strebt Richtung der Decke, euer Kinn ist angezogen, als würdet ihr die Schublade nach hinten schieben. Und seid richtig geerdet, fühlt euch mit dem Po am Boden richtig geerdet. Und dann öffnet langsam die Augen mit der Einatmung und die Arme über dem Kopf zusammen, macht euch hier ganz lang. Und dann kommt nach vorne in den Vierfüßlerstand. Wir machen einmal Cat-Cow hier, das heißt, ihr seid in einem Vierfüßlerstand. Schaut mal, dass ihr euch aus den Fingern rausdrückt. Jeder einzelne Finger ist im Boden. Ihr spürt jeden einzelnen Finger. Ihr spürt die Knie im Boden. Schaut, dass eure Hände, eure Handgelenke genau unter den Schultergelenken sind. Und dann zieht ihr den Bauchnabel zur Wirbelsäule, macht euch ganz rund, den Kopf tatsächlich mit runtersinken lassen. Und dann Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Blick geht nach oben und ganz klein machen, ausatmen und mit der Einatmung nach oben rollen. Bewegt euch wirklich durch die Wirbelsäule durch, ganz klein machen, ganz rund, richtig schönen Katzenbuckel, die Schulterblätter auseinanderziehen und dann wieder nach vorne und in neutralen Rücken kommen. Jetzt spannt ihr den Bauchnabel ganz fest, der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, der rechte Arm kommt nach vorne, der Daumen zeigt nach vorne, der linke Fuß kommt nach hinten, die Ferse strebt nach hinten, der Bauch ist fest, der Rücken bleibt gerade, ihr haltet hier kurz, zieht den Bauchnabel nochmal nach und dann stellt Hand und Fuß ab. Andere Seite, linke Hand nach vorne, der linke Daumen zeigt nach oben, die rechte Ferse strebt nach hinten, der Bauch ist richtig fest, ihr zieht euch auseinander, die Ferse nach hinten, die Hand nach vorne und abstellen. Jetzt noch einmal lang machen. Den Bauch richtig aktivieren, drückt euch aus der Schulter raus. Und abstellen, andere Seite. Die linke Hand nach vorne, linker Daumen zeigt nach oben, rechte Ferse strebt nach hinten, als würdet ihr die Wand hinter euch wegdrücken wollen. Und wieder ein Vierfüßlerstand. Jetzt noch einmal auf die andere Seite. Rechte Hand nach vorne.
Mit der Ausatmung ziehen wir das Knie zum Ellbogen. Und mit der Einatmung machen wir uns ganz lang. Nochmal Ausatmung, Knie zum Ellbogen. Und ganz lang. Und noch einmal Knie zum Ellbogen. Macht euch ganz klein, der Bauchnabel ganz fest zur Wirbelsäule. Und dann beide alles absetzen. Andere Seite, linke Hand nach vorne, rechtes Bein nach hinten. Macht euch ganz lang. Mit der Ausatmung berührt der Ellbogen das rechte Knie. Und ganz lang machen. Und ausatmen. Noch einmal ganz lang. Strebt nach vorne und nach hinten. Und jetzt einmal noch ganz klein machen. Den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Und beides absetzen. Jetzt schaut, dass eure Hände richtig fest geerdet sind im Boden. Jeder einzelne Finger wie so ein Saugnapf im Boden. Ihr stellt die Fußspitzen auf, also die Zehen, und geht nach oben hin, nach unten, schauen den Hund. Die Beine müssen hier noch nicht gestreckt sein. Lauft den Hund aus, rechts, links, bewegt den Kopf mit. Macht die Bewegung, die sich hier gut anfühlt. Vielleicht wollt ihr mal ein bisschen auf eine Seite kippen oder auf die andere Seite kippen. Und dann kommt innen nach unten schauen den Hund, in den statisch nach unten schauen den Hund. Die Fersen streben Richtung Boden, das Gesäß strebt Richtung Decke. Und jetzt rollt ihr einmal mit der Wirbelsäule wie so eine Wellenbewegung nach vorne rollen. In der Plank-Position hier halten, Bauch fest. Und wieder zurückrollen. Und nochmal nach vorne rollen. Und nach hinten. Noch einmal nach vorne rollen. Bauch richtig fest, wenn ihr vorne seid. Ihr wollt hier richtig Hitze erzeugen. Noch einmal nach hinten. Und ein letztes Mal rollt Wirbel für Wirbel nach vorne. Vorne halten. Schiebt die Fersen zurück. Aber der Scheitel strebt nach vorne. Zieht den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und wieder nach hinten hin, nach oben schauen. Hund. Lauf die Beine hier nochmal aus. Mit dem Kopf ja, ja, nein, nein sagen. Lauf die Beine aus. Und lauft langsam, tippelt mit den Füßen zu den Händen nach vorne. Locker vorne überhängen. Schaut, dass ihr mal einen hüftbreiten Stand habt. Greift den gegenüberliegenden Ellbogen. Lasst den Kopf hängen, schaukelt von rechts nach links. Ruhig atmen hier. Und dann lasst die Arme los, Kopf loslassen und langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Der Kopf kommt als letztes oben an. Wow, sehr schön. Dann kommt am Anfang eure Matte zum Stehen. Du hättest mir schon sagen können, dass es anständig ist. Das hat mir keiner gesagt. Also, sie kommt am Anfang, wenn man jetzt noch stehen. Du könntest ein Stückchen näher zu mir kommen, damit wir dich auch sehen. Ich weiß nicht, ob ich das doch, möchte. Das wollen wir schon. Wir müssen uns einmal hier aufsetzen. So. Die Sophia will das auf jeden Fall. Die Sophia will den dumpfen Schlag hören. Also, kommt hier zum Stehen. Jetzt schaut mal, dass die Füße richtig geerdet sind. Ihr könnt die Füße aneinander stellen, sodass die sich berühren. Oder aber wenn euch das zu eng ist in den Hüften, dann steht ihr hüftbreit. Die Füße sind richtig geerdet im Boden. Ihr schaut, dass ihr jeden einzelnen Zehen, einmal, ihr zieht alle 10 Zehen hoch und dann jeden einzelnen Zehen auf dem Boden aufstellen. Schaut, dass ihr die Zehen so richtig auseinanderfächert. Hier einen festen Stand, die Fersen sind im Boden. Jetzt richtet ihr euch auf wie ein Berg. Der Bauch ist fest, der Po ist fest, der Scheitel strebt nach oben, die Schultern zieht ihr einmal nach unten. Erdet euch hier einfach in der Bergpose. Einatmen und ausatmen. Und einatmen. Und ausatmen. Mit der Einatmung nehmt ihr beide Hände über dem Kopf zusammen. Mit der Ausatmung kippt ihr nach vorne. Mit der Einatmung bringt ihr die Hände auf die Schienbeine, macht den Rücken ganz lang. Einatmen. Mit der Ausatmung die Hände auf den Boden, lauft zurück in eine Plank-Position, haltet sich hier kurz, legt ab. Dann rollt die Schultern nach hinten in eine Cobra, der Po ist fest, die Schulterblätter ziehen zusammen. Und dann kommt nach hinten, innen nach unten, schauen den Hund. Hier für ein paar Atemzüge einfach bleiben. Bauch ist fest, atmen nicht vergessen. Tief einatmen und lang ausatmen. Dann lauft ihr mit den Füßen 1, 2 nach vorne. Mit der Einatmung die Hände auf die Schienbeine ablegen, den Rücken ganz gerade machen. Ausatmung nochmal lang nach vorne. Einatmung die Arme über die Seite nach oben bringen. Und ausatmen zum Stehen kommen. Das machen wir jetzt noch dreimal, aber wir müssen gucken, was der Sebastian ein bisschen mehr am Bild ist, glaube ich. Nee, das ist schon gut so, wie es ist. Ist ja mal ein bisschen. Nee, das ist Quatsch. So.
Wir machen das Ganze jetzt noch zweimal. Einatmen, die Arme nach oben. Ausatmen, nach unten. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, zurück, treten in die Plank. Ausatmen, legt euch zum Boden. Schulterblätter nach hinten hin in die Cobra. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Up-Dog hier machen. Und ausatmen, zurück, in nach unten schauen. Und hier bleiben, einatmen. Und ausatmen, macht den Rücken ganz lang, die Rippen zu, der Po strebt nach oben, die Fersen Richtung Boden. Noch einmal einatmen und ausatmen. Dann lauft nach vorne, einatmen, den Rücken ganz lang, ausatmen, nach unten kommen. Einatmen, die Arme nach oben und ausatmen hier. Einatmen, die Arme über den Kopf zusammen, ausatmen, nach vorne. Einatmen, den Rücken lang machen und ausatmen, nach unten, zurück in die Plank und legt euch ab. Schulter nach hinten in die Cobra, einatmen oder nach oben schauen, den Hund. Ausatmen, nach unten schauen, der Hund. Hier kurz bleiben, lauft die Beine nochmal aus. Kopf, ja, ja, nein, nein, alles locker machen. Atmen nicht vergessen. Und dann lauft nach vorne mit zwei Schritten. Einmal den Rücken lang machen. Ausatmen, ganz nah ranziehen und einatmen, die Arme über den Kopf zusammennehmen. Wunderbar, sehr schön. Jetzt Sun Salutation 2. Mit der Einatmung gehen wir in die Chair-Position. Ausatmen, fassen wir die Hände hinterm Rücken. Einatmen, macht die Brust auf. Ausatmen, faltet euch nach vorne. Hier halten, einmal einatmen und ausatmen. Noch einmal einatmen, die Hände zum Boden und ablegen, ausatmen. Cobra oder nach oben schauender Hund und zurück. Jetzt hebt ihr das rechte Bein nach oben, rechten Fuß nach vorne durchstellen in Warrior 1. Das hintere Fuß 45 Grad, einmal hier lang machen, das Knie nach vorne und nach unten. Steigt zurück in den nach unten schauenden Hund, linkes Bein nach oben, die Hüften bleiben parallel. Ihr steigt mit dem Fuß durch, euer hinterer Fuß 45 Grad, die hintere Fußkante drückt in den Boden, hier lang machen und nach unten. Einmal noch ablegen, Chaturanga, Up Dog oder Cobra, zurück in den nach unten schauenden Hund. Dann mit zwei Schritten nach vorne, einmal lang machen und klein machen und nach oben rollen. Super, noch einmal. Chair Pose, einatmen, ausatmen, greift die Hände hinterm Rücken, die Knie zusammen, die Füße zusammen, einatmen, hier Brust aufmachen, ausatmen, nach vorne kippen, einatmen hier, ausatmen, hier bleiben, einatmen, mach die Schultern richtig auf und ausatmen in die Plank-Position nach unten, Schultern nach hinten rollen oder Up Dog nach unten. Rechtes Bein nach oben, Hüfte bleibt parallel, den rechten Fuß durchsteigen, den linken Fuß 45 Grad aufgestellt, kommt nach oben, Warrior 1. Schaut, dass ihr die Schultern nach vorne ausdreht und hier nicht geöffnet seid, sondern parallel nach vorne, nach unten, innen nach unten schaut, den Hund, linken Fuß nach oben, nach vorne, rechter Fuß 45 Grad, die Außenkante drückt sich in den Boden, nach oben kommen, Schultern ausgerichtet, Becken ausgerichtet. Und nach unten kommen. Einmal ablegen, Chaturanga. Up Dog. Und nach unten. Einmal hier bleiben, kurz ausruhen. Wem das zu viel ist, der kann jederzeit in Child's Pose gehen, um sich zwischendrin mal auszuruhen. Einfach hier unten ablegen. Atmen. Und wenn es geht, bleibt ihr einfach in nach unten schauen. Und schaut mal, dass ihr die Schultern nach innen dreht, Bauchnabel zur Wirbelsäule und dann zwei Schritte nach vorne. Einmal nochmal lang machen, ausatmen, ranziehen und dann Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Sehr schön, einmal kurz hier zum Stehen kommen. Tief ein- und ausatmen. Das Sebastian findet es schwieriger als ein Workout für euch. Also dann die Arme nochmal über den Kopf zusammen. Ausatmen, nach unten rollen. Einatmen, der Rücken ganz gerade. Ausatmen, nach unten in Chaturanga.
Einatmen, Up Dog. Ausatmen, nach hinten zurück. Jetzt einmal Vorsicht, das rechte Bein nach oben heben, die Hüfte bleibt parallel. Dann dreht ihr die Hüfte auf. Schaut, dass eure Schultern aber parallel bleiben vorne. Ihr zieht euch richtig die ganze rechte Seite auf. Entweder ihr bleibt hier oder wenn ihr mehr wollt, dreht ihr euch hier auf, flippt in den Dog. Ist es dein Ernst? Dann zurück zur Mitte. Das Bein bleibt oben. Nach vorne durchsteigen in einen Crescent Lunge. Der hintere Fuß ist aufgestellt. Ihr kommt hier nach oben zum Stehen in den richtigen Lunge. Wir strecken einmal aus und gehen tief. Noch einmal auf. Und tief, Bauch ist richtig fest. Einmal hoch. Und tief. Und ein letztes Mal hoch. Und tief, ein bisschen Booty muss sein. Dann Hände zum Herz. Lehnt euch nach vorne. Ihr könnt jetzt entweder das hintere Knie ablegen oder einfach so in einen Twist gehen. Also entweder das hintere Knie abgelegt oder aber die Beine ausgestreckt. Twistet hier mit jeder Ausatmung, macht ihr den Bauch richtig zu. Dreht euch noch mehr auf. Einatmen, der Scheitel schräg nach vorne. Ausatmen, twistet noch mehr. Nochmal tief einatmen. Und ausatmen, kommt zurück zur Mitte. Hände zum Herz. Einmal nach oben aufmachen. Dann legt ihr das hintere Knie ab. Die Arme kommen zum Boden. Ihr lauft euren rechten Fuß ein bisschen weiter aus. Das Knie dreht sich nach außen, die Fußspitzen drehen sich nach außen. Ihr könnt euch jetzt hier ablegen. Wichtig ist, dass ihr entweder auf beiden Ellbogen ablegt oder auf beiden Händen. Bei mir ist die rechte Leiste total eng, deshalb geht das bei mir nicht. Aber Sebastian legt sich auf beide Unterarme ab. Hier tief ein- und ausatmen. Richtig tief in den Stretch reingehen. Einatmen und ausatmen. Dann kommt langsam nach oben. Jetzt hebt ihr den rechten Arm, also der Arm, der näher an eurem Fuß ist, hebt ihr den nach oben. Twistet hier nach hinten. Schöne Öffnung. Wenn ihr wollt, könnt ihr den hinteren Fuß greifen, euch den Oberschenkel aufdehnen. Hier richtig tief einatmen. Ausatmen, ein bisschen tiefer kommen. Tief einatmen. Ausatmen, ein bisschen tiefer. Und nochmal einatmen. Und tief, dann lösen. Langsam zurückkommen. Beide Hände zum Boden, beide Füße zurück. Hier einmal auslaufen. Wir gehen einmal durch das Vinyasa durch. Ihr kommt nach vorne, legt euch ab. Nach oben schauen, der Hund. Nach unten schauen, der Hund. Jetzt kommt das linke Bein nach oben. Die Hüfte bleibt parallel. Ihr kippt die Hüfte auf. Einmal hier in die Dehnung reinkommen. Zieht euer Knie richtig zu eurem rechten Ellbogen. Ihr könnt entweder hier bleiben oder ihr flippt. Einmal aufmachen. Ich bin schon dran. Und zurück zur Mitte. Ja, das Bein bleibt oben. Dann steigt das Bein einmal nach vorne durch. Ihr kommt in einen Crescent Lunge. Die Hüften sind parallel nach vorne ausgerichtet. Die hinteren Fußspitzen sind aufgestellt. Einatmen kommt nach oben. Und Einatmung nach unten, Ausatmung nach unten, Einatmung hoch und aus, Einatmung hoch und aus, noch ein letztes Mal, Einatmung hoch und aus, verschränkt die Hände vor der Brust, ihr könnt entweder das rechte Knie ablegen oder hier bleiben, dann neigt euch nach vorne, twistet nach links, den Ellbogen hier richtig einhacken und twistet euch auf. Mit jeder Einatmung macht ihr euch länger, der Scheitel strebt nach vorne. Und mit der Ausatmung twistet ihr noch mehr. Einatmen nach vorne. Und ausatmen noch mehr in Twist. Ihr habt das Gefühl, ihr ringt richtig hier euren Bauch aus. Noch einmal lang. Und dann kommt zurück zur Mitte. Hände vors Herz. Und die Hände nach unten bringen. Das hintere Knie ablegen. Jetzt lauft hier euren Fuß wieder weiter nach außen. Das Knie schiebt nach außen. Und dann auf die Unterarme ablegen. Hier in die Dehnung richtig reinatmen. Tief ein- und aus. Einatmen ganz lang machen, ausatmen, tiefer sinken. Einatmen lang, ausatmen, sinken. Dann kommt langsam wieder auf die Hände. Die mittlere, also die Hand in der Mitte nach oben, einmal nur auftwisten. Und wenn es geht, schnappt euch euren hinteren Fuß, den Oberschenkel aufdehnen, tief ein- und ausatmen.
Schaut, dass ihr hier nicht auf der Kniekap sitzt, also auf eurem Knie direkt drauf, sondern ein bisschen auf dem Oberschenkel aufgelegt seid. Und wieder zurück. Beide Hände zum Boden, beide Füße nach hinten, nach unten schauen. Den Hund lauft hier aus, rechts, links. Und dann kommt langsam nach vorne zum Sitzen. Möglichst elegant. Ziehe ich mich doch mal wieder ein bisschen hier. So wie ich bin so elegant. Entweder unser Teppich bewegt sich oder wir bewegen uns viel eins von allen. Ich glaube, unser Teppich ist nicht ganz fest. So, jetzt kommt zum Sitzen. Die Beine sind nach vorne ausgestreckt. Jetzt wollen wir, was ihr hier machen könnt, ihr könnt eure Matte einfach ein paar Mal falten, wenn ihr hier so ganz rund sitzt. Ja, ihr wollt hier aufrecht sitzen. Wenn ihr rund sitzt, dann faltet euch eure Matte ein paar Mal und packt ihr euch unter den Popo, dann sitzt ihr ein bisschen aufrechter, ein bisschen höher, dann ist es viel leichter hier zu sitzen. Jetzt schaut, dass wirklich die Sitzhöcker am Boden sind, das Sitzfleisch einmal rausziehen, rechts, links. Genau, dann erdet euch. Die Beine streben gerade nach vorne, die Fußspitzen sind angezogen. Mit der Einatmung nehme ich die Arme über dem Kopf zusammen und mit der Ausatmung greift ihr nach vorne um eure Füße. Alles locker lassen, einfach nur hier hängen. Nicht ziehen, sondern mit jeder Einatmung strebt der Scheitel nach vorne und mit der Ausatmung sinkt ihr tiefer. Einatmung, Scheitel nach vorne. Ausatmung, sinkt der ganze Kopf, der ganze Körper. Einatmung nach vorne und Ausatmung tiefer sinken. Noch einmal einatmen. Und merkt, wie ihr hier langsam loslasst und tiefer kommt. Und dann rollt langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Zieht das rechte Knie an. Den Fuß am Oberschenkel anlegen. Das Knie ist aufgedreht und liegt auf dem Boden auf. Wenn ihr hier gar nicht auflegt und es hier oben ist, könnt ihr euch ein Kissen oder einen Block oder sowas unterlegen. Jetzt noch einmal die Arme über dem Kopf zusammen. Und das gleiche mit einem Bein hier richtig ranziehen. Und auch hier mit der Einatmung macht euch ganz, ganz lang, den Rücken ganz lang. Euer Scheitel strebt nach vorne und mit der Ausatmung vorne übers Bein schmelzen. Einatmung ganz lang. Und ausatmen. Noch einmal einatmen, ganz lang machen. Und ausatmen. Und dann Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Jetzt stellt euren Fuß hier auf. Ihr bringt den über das andere Bein. Jetzt schaut ihr einmal, dass ihr eure rechte Hand hinter euch bringt. Euch hier richtig lang macht, rausdrückt. Die Fußspitzen sind nach wie vor angezogen. Ihr setzt die Hand richtig fest am Boden. Die Wirbelsäule ist gerade, der Scheitel strebt nach oben. Ihr bringt den linken Arm nach oben, zieht euch hier ganz lang. Und dann twistet ihr einmal hier. Also entweder ihr hakt den hier so ein. Bei mir geht es leider nicht, weil meine Leiste hier irgendwie spinnt. Deshalb, ich muss das so machen oder so. Hier richtig twisten. Mit jeder Einatmung macht euch lang nach oben. Und mit der Ausatmung mehr in den Twist gehen. Einatmung lang nach oben. Und Ausatmung. Der vordere Fuß ist aktiv zu euch gezogen. Und dann zurück zur Mitte. Ihr bleibt genau so, wie ihr seid mit den Füßen. Dreht einmal in die Gegenseite. Und dann zurück zur Mitte. Beide Beine ausstrecken. Das linke Bein einmal anziehen. Nach außen klappen. Auch hier wieder der Fuß am Oberschenkel. Wenn es nicht geht, hier gerne was unterlegen. Sitzt etwas in beide am Boden. Einatmen, Arm nach oben. Und ausatmen. Einatmen macht euch ganz lang. Und ausatmen. Schmelzt richtig über das vordere Bein. Der vordere Fuß ist aktiv. Noch einmal einatmen. Und ausatmen. Dann kommt langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Ihr stellt das Bein hier an. Einmal rüber. Jetzt die linke Hand hinter euch richtig im Boden erden. Die Sitzhöcker sind geerdet. Die Wirbelsäule ist gerade. Schalte Schritt nach oben. Arm in Arm ganz lang machen. Und mit der Ausatmung in den Twist. Mit jeder Einatmung macht ihr euch lang und mit der Ausatmung
schön wäre, wenn ihr euch hier richtig ranziehen könntet und den Ellbogen so verschränken. Das geht bei mir leider mit meinen Leisten nicht. Und drehen. Noch einmal einatmen. Und komm zurück nach vorne. Sehr schön. Dann machen wir einmal Figure 4. Das heißt, euer rechtes Bein, euren rechten Knöchel aufs linke Knie. Der rechte Fuß ist geflext. Schaut, dass ihr hier aufgerichtet seid. Und jetzt spielt mal mit eurer Range. Entweder ihr müsst den Fuß näher hin, je nachdem. Oder aber ihr könnt den Fuß weiter weg, wenn es von der Dehnung her nicht geht. Wichtig, ihr wollt eine Dehnung hier spüren. Ihr wollt eure Hüfte aufmachen. Ihr macht euch hier ganz lang. Und haltet hier. Der Einatmen länger machen. Und ausatmen ein bisschen näher vielleicht kommen. Wenn es geht, von eurer Beweglichkeit könnt ihr diesen Fuß hier richtig zum Po nehmen, ohne dass der Unterrück und der Sitzhöcker sich vom Boden heben. Das geht bei mir leider gar nicht auf der Seite. Und wenn ihr noch mehr wollt, könnt ihr euren Kopf vorne auf dem Schienbein ablegen. Wunderbar. Dann richtet euch wieder auf, löst die Position auf. Andere Seite. Wichtig ist, dass der Fuß die ganze Zeit geflext ist, Schultern aufgedreht. Und ganz lang machen und hier in die Dehnung gehen. Noch ein letztes Mal. Dann die Position auflösen. Dann könnt ihr euch einmal nach hinten ablegen. Euer rechtes Knie zur Brust ran, geht in den Twist. Es ist das Wichtigste, dass die beiden Schultern am Boden liegen, auch wenn das Knie dann nicht am Boden liegt. Der Blick geht nach rechts, Schultern beide am Boden. Schaut, dass ihr euer Knie so auf Bauchnabelhöhe oben habt und genießt richtig diese Öffnung hier. Und ausatmen. Komm zurück zur Mitte. Das Knie nochmal ranziehen. Dann wechselt die Beine aus. Linkes Knie ranziehen, ganz nah ranziehen. Und in den Twist. Beide Schultern bleiben am Boden. Tief ein- und ausatmen. Das machen wir einmal Happy Baby. Das heißt, ihr greift die Fußaußenkanten, zieht die Knie richtig nah ran, haltet hier, schiebt die Knie richtig in die Achseln rein, Bauch ist fest, presst euch die Leisten hier richtig aus, macht den Nacken locker, lasst den Kopf am Boden liegen. Schaut, dass der untere Rücken auf dem Boden ist. Und dann lasst die Füße langsam los. Ein Bein nach dem anderen. Nach vorne ausstrecken. Einfach nur hier liegen. Ihr könnt euch entweder was zum Anziehen nehmen oder eine Decke. Die Handflächen schauen nach oben. Shavasana. Tief einatmen und ausatmen. Alles loslassen. Lasst jetzt auch die Atmung los. Atmet ganz natürlich ein und aus. Spart den Teil nicht aus. Das ist so wichtig, einmal ganz das System runterzufahren. Das sind ein paar Atemzüge, die euch hier erden. Dann zieht die Knie ganz nah ran zum Körper. Rollt auf die rechte Seite. Macht ein Kissen mit eurem Arm. Bleibt hier nochmal ganz klein liegen.
Fühlt euch hier ganz geborgen. Und dann drückt euch mit eurem linken Arm nach oben, kommt zum Sitzen. Einmal hier in den Schneidersitz nochmal kommen. Die Handflächen nach oben. Die Augen geschlossen, atmen hier nochmal zur Ruhe kommen. Wir atmen einmal tief ein. Und aus. Immer einatmen. Und ausatmen. Bringt mit der Einatmung die Handflächen zur Brust. Schaut, dass eure Daumen am Brustbein anliegen. Einatmen und ausatmen. Noch einmal einatmen, Wirbelsäule lang machen und mit der Ausatmung beugt euch nach vorne. Bedankt euch bei euch selbst dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann langsam nach oben kommen. Vielen, vielen Dank. Macht man nicht nach dem Yoga. Was? Sorry, ich kenne die Yoga-Geflogenheit ja nicht. Ich bin nicht umgefallen. Danke, dass ihr dabei wart. Ganz vielen lieben Dank. Danke an dich. Danke, dass ihr dabei wart bei meiner ersten Yogastunde seit 8 Milliarden Jahren. Ich habe so Angst gehabt vorher. Ich war ganz schlecht drauf den ganzen Nachmittag. Und ihr war ein bisschen nervös vielleicht. Habe ich ganz gut gemacht. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer, Feedback, Anmerkungen, Beschwerden. Alles an uns. DMs, alles an uns. Und wir versuchen das einzubauen fürs nächste Mal. Das war jetzt heute kein so mega starker Flow, weil es relativ spät schon ist und ich euch abends nicht so anfeuern möchte. Wenn ihr aber morgens mal ein bisschen mehr Action wollt oder so, dann sagt einfach mal Bescheid. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ganz vielen lieben Dank. Leute, habt einen schönen Restsonntag. Genießt die Sonne, kann man nicht sagen, aber das hellere Licht heute ist ja Zeitumstellung gewesen. Und ansonsten sehen wir uns alle nächste Woche, wenn ihr Lust habt. Morgen machen wir Apps zum Lunchbreak, wer Bock hat. Genau. Und ansonsten Dienstagabend Session. Ciao. Tschüss. Schönen Sonntag.